Jetzt gehen wir wieder auf den Brunnen zu und mit dem Gas hier ab. Ich dachte übrigens noch etwas, was ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet habe. Da kommt so ein Ventilatorengeräusch, das uns im Prinzip sperrt. Das ist der Mundgeruch von dem Ohr. Genau. Gehen Sie mal ein bisschen an. Das ist ein tiefes Tunneln, das einfach den Raum füllt. Und wo ihr kurzzeitig Hörgedächtnis abklebt. Jetzt kommt übrigens gerade das Flugzeug wunderbar inszeniert. Jetzt geht quasi der Mundgeruch steigt, jetzt wie eine Säule immer rüber. Jetzt gehen wir da durch. Das ist sehr interessant. Jetzt habe ich einen Tatter mit abgewischt. Ich habe jetzt wirklich den Resonanzton gehört, wie ich am Morgen abgekommen wäre. Das stimmt. Das tut nicht. Ja, also das ist wieder bei dem. Das ist klein, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass täglich 10 von ihnen gebaut werden in der Stadt. Die Stadt Zürich ganz sicher. In den Häusern, an den Häusern. Ich weiß nicht wo für Antennen, also Handyantennen mitten im Württemberg, gibt es so eine ganze Batterie von so Ventilatoren, die aus dem Waldestil eine sogenannte Schizophonie machen. Das heisst, das, was Sie sehen, ist nicht das, was Sie hören. Und da leiden wir sehr darunter. Und das ist da ja absolut nicht der Fall. Das ist das, was Sie sehen, auch wenn Sie da kommen. Sie sehen das nachher. Das ist wirklich ein Klangwegweiser. Das führt Sie durch die Straße. Und das ist eine unglaublich tolle Idee. Sie können sich ein Hochhaus vorstellen mit ein paar Brünen der Fassade auf verschiedenen Höhen. 1A, oder? Kämpft die gerade den Preis. Das ist doch ein Flugzeug. Ja, yeah, es ist Constellation. 4 Motoren. Ich habe sie doch gehört. Ja. Jetzt habe ich schon eine Fata Morgana gelernt. Ja, aber es ist ganz toll, oder? Wie die jetzt Resonanz von den verschiedenen Räumen anregt. Also es ist nicht nur etwas oben passiert, sondern auch zwischen den Häusern. Wie es grösser wird, kleiner wird. Es geht auch langsam aufs Brustbein, oder? Wir haben zum Glück keine Angst mehr. Wir sind nicht mehr so alt, dass wir Angst haben vor diesen Geräuschen. Das war früher einmal ganz schlimm gewesen. Das ist nur noch, eine gute Erinnerung, zum Glück. Ich hatte auch so Leute, die haben nicht einfach so erzählt. Die haben natürlich gerade Panik bekommen. Aber Sie hören, wie jetzt da nimmt sich ein bisschen zu und wieder ab. Das heisst, Sie hören eben auch die Luftschichten. Sie verdichten und wieder verdünnen. Jetzt geht er weg. Ja, und wenn Sie mit dem Ohr nochmal der Constellation anhören und dann die Brunnen unten hören, dann machen Sie den Raum auf. Sie gehen mit dem einen Ohr gehen Sie dem nach, mit dem anderen das und dann machen Sie den Raum dazwischen. Und das ist eigentlich für mich zu hören. Nicht, dass Sie einfach den Brunnen hören oder die Stimme hinter und merkt, wie Ihr Ohr rumgumpelt. Lassen Sie es rumgumpeln. Und das, die Choreografie, das ist eigentlich hören. Meistens haben wir gesagt, ich höre das. Und dann ist, weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, ist wie das mit dem Schmetterling, oder? Man tut den Klang einfach schön aufnehmen und aufspießen und in der Schublade haben und zeigt sie uns und dann, dann fliegen die Klänge nicht mehr rum. Und das Geheimnis ist eben die fliegenden Klänge, die man nicht kann. Und das sage ich als Musiker, wissen Sie, das ist nicht so einfach, das zu sagen. Und Musiker haben das Gefühl, Klänge gehören mir, oder nicht? So, wir sind in der Zeit, jetzt können wir eigentlich dann gerade runter, oder? Ja, ich hoffe. Dann können wir nämlich dann da.